أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Heute unser normales Hochbett Samstag. Wir müssen uns bewusst sein, für was sind wir Muslime? Für was wollen wir Muslime sein? Und da sollten wir uns mal die Frage stellen, ob wir auf Allahs Weg keine Zeit geben wollen. Ob wir nicht sagen wollen, für dich, Orabim, möchte ich Zeit opfern, auch vielleicht gerade in einer Zeit, wo ich vielleicht noch rumtoben könnte. Im Winter ist es ja meistens kein Problem. Da ist es um 5, 6 ist es schon dunkel. Die Leute wissen eh nicht, draußen kann man nicht rumspazieren, dann kommt man auch pünktlicher hierher. Aber jetzt in der Sommerzeit, jetzt wo die Uhr umgestellt ist, ist um 7 ja noch schön hell, wird es erst um 8 und dann bald um 9:30 erst dunkel. Dann natürlich ist schon der Nefs gefragt. Er möchte draußen die Zeit verbringen. Man geht nicht mehr früh nachmittags Fußball spielen, sondern jetzt spät abends, also spät Nachmittag am frühen Abend, 6, 7, 8 Uhr Fußball, weil ist ja noch lange hell. Und da muss man sich halt fragen, was ist einem wichtiger? Ist es einem wichtiger, für Allah seine Zeit zu geben oder nur für sich selber die Zeit zu haben? Nach seinem Nefs zu gehen. Nefs ist die innere Einstellung, die Triebseele, der Egoismus, der wo etwas gerne machen möchte und aber nicht danach fragt, ist es eigentlich gut für einen oder nicht. Es ist eh nicht die Welt. Wenn einer am Tag 5-mal betet, dann gibt er vielleicht eine Stunde für Allah und wenn er noch Sohbet gibt, gibt er 2 Stunden. Wenn wir das umrechnen von 24 Stunden am Tag, wie viel er eigentlich davon Allah gibt, ist eigentlich traurig, dass wir das so erwähnen müssen. Weil Allah gibt jede Sekunde für uns. Wir könnten gar nicht leben, ohne wenn Allah nicht uns die Zeit geben würde, indem er unser Leben hält. Allah subhanahu ist nicht wie anderswo immer dargestellt, ein alter Mann mit weißem Bart hockt auf dem Stuhl, am Sonntag ruht er sich aus. Sowas gibt es nicht. Allah kümmert sich jede Sekunde um jeden von uns. Und wir haben 6 Milliarden Menschen. Und alle, die wollen versorgt werden. Würde Allah sich einmal nur abwenden von uns, würde alles zusammenbrechen. Weil alles nur auf Befehl von Allah offen tut. Und da jammern wir rum, wenn die Zeit uns nicht ganz gefallen, weil wir möchten da jetzt das Fußball spielen. Wir wollen um 6 Uhr oder um 19 Uhr, wollen wir jetzt unseren Park treffen mit Freunden. Ja, wer gibt uns die Gesundheit, dass wir Fußball spielen können? Wer ermöglicht es uns, dass wir rausgehen können außer Haus? Das ist doch nur immer Allah. Und dann stellen wir aber Zeiten auf. Die Zeit kann ich nicht, die Zeit möchte ich nicht opfern. Wir müssen also in uns mal reingehen und uns fragen, was ist es uns wert, für Allah Zeit zu geben, was nicht. Sind wir Muslime? Wollen wir Muslime sein? Wollen wir es bringen und sagen, ja Rabbim, genau jetzt möchte ich ein Opfer bringen. Was zeichnet uns Muslime aus, wenn wir keine Opfer bringen müssten? Wenn wir zum Beispiel die 5-maligen Gebete nicht hätten. Wenn wir für Allah keine Zeit geben, für Sohbet oder Koranlesen zuhören oder sonstiges. Was zeichnet uns aus, uns Muslime gegenüber den Nicht-Muslimen? Den Christen zum Beispiel hier. Die gehen Sonntag in die Kirche. Die sind jetzt auch vielleicht viele im Park oder machen sich jetzt für Diskotheken schön oder sonstiges. Was zeichnet uns aus? Uns zeichnet aus, dass wir einen anderen Weg gehen. Dass wir mehr Zeit für unseren Schöpfer geben. Das machen andere ganz wenig. Da drüben jetzt, wir haben ja nebenan eine Freikirche. Die hat seit einer Woche ein Programm. Jeden Tag irgendwelche Plakate hinter draußen. Das ist jetzt einmalig. Für eine Woche, und das haben die vielleicht alle paar Monate, haben die solche Aktionen. Da fällt es den Leuten nicht schwer. Wenn ich sage, alle paar Monate, für eine Woche komme ich her, höre diesen zu. Oder vielleicht ist es jeden Tag das Gleiche und da kommen immer andere die eine Woche. Aber selbst wenn jeder eine Woche kommt, dann kann es sich sagen, in ein paar Monaten für eine Woche habe ich nicht viel an meine Zeit hergegeben. Was unterscheidet uns da, wenn wir auch so handeln? Wenn wir sagen, für Bayram komme ich da ein paar Tage mal. Aber ansonsten bin ich nicht bereit, Zeit für Allah zu geben. Genau das macht es aus. Wenn es uns gefällt, wenn wir sagen, jetzt möchte ich für mich leben. Und dann sage ich, nein, da ruft mich aber jemand. Nämlich Allah ruft mich zum Sohbet, zum Koranlesen, zum Gebet, sonstiges. Und jetzt sage ich, nein, diese Welt, ich gebe dir nicht. Schau, ich habe mir die Woche gedacht, seit Montag, schlagartig. Letzten Sonntag hat es noch kräftig geregnet. Da ist gemeint, wir erreichen solche Sachen wie in Amerika drüben mit diesem Regen oder Australien, wo das war. Und am Montag schlagartig schön. Von einem Tag auf den anderen. Und dann habe ich mich gefragt, die Leute, die feiern doch so schön diese Welt hier. Die freuen sich jetzt, der Frühling kommt, die Sonne wärmt die Herzen, es fängt jetzt das Grün an, manche Gärten wurden schon bepflanzt und alles. Aber wie schön ist erst das Jannah? Wie schön ist erst das Paradies und Allah sagt es um das Vielfache viel besser, also besser wie hier diese Welt. Wir haben hier Kälte und Wärme. Wir müssen frieren, wir schwitzen. Aber Jannah hat das alles nicht. Schau, wir freuen uns jetzt auf die schönen Strahlen.
Glaub mir, wenn jetzt zwei Wochen Allah das Thermometer ansteigen lässt auf 30 Grad, wie viele nach drei Wochen jetzt sagen würden, meine Güte, es ist wieder viel zu heiß, kann es nicht kühler werden. Der Mensch ist einfach mit nichts zufrieden. Obwohl jetzt der Winter diesmal sehr lang gegangen ist, bis Ende März. Und wenn jetzt Allah drei Wochen lang lässt es schön warm sein, jeden Tag das Thermometer ansteigen lässt, bis 30 Grad, 32 Grad, dann würden die Leute nach drei Tagen 30 Grad schimpfen und sagen, meine Güte, schrecklich warm, ich kann nicht mehr raus. Seht ihr, wir sind ja unzufrieden. Und wir müssen hier immer etwas ertragen, die Wärme, die Kälte. Aber im Paradies, da haben wir Wärme, schönes Wetter, aber wir schwitzen nicht, wir frieren nicht. Diese Vielfalt von Blüten, das wunderbare Grün zu sehen, was uns jetzt im Frühling erfreut, das haben wir dort die ganze Zeit. Es gibt kein Frühling, Sommer, Winter. Es gibt dort eine Jahreszeit und die ist einfach immer ein sonniges, schönes Wetter. Du frierst nicht mehr. Man denkt nicht mehr, ich muss jetzt schwitzen, ich muss mich da abkühlen, ich muss in den Schatten. Die muss meine Klimaanlage einschalten. Obwohl sie so lange gewartet haben, machen sie nach ein paar Wochen die Klimaanlage an. Was wollen wir uns denn also zu tief auf diese Welt hier reinstürzen? Was wollen wir unser ganzes Leben für diese Welt aufopfern, wenn es eigentlich doch so vorübergehend ist? Und wenn es jetzt mal anders kommt. Millionen Menschen jetzt in Deutschland haben sich jetzt auf das Wetter gefreut. Eine Woche hat es geschafft, die Temperaturen sind hochgeklettert. Und die Gärten sind voll, die Biergärten sind voll, die Wiesen, die Parks, alles voll. Die Eisdielen schnellen von heute auf morgen hoch, gestern noch gefroren, heute Eis in Hand. Wenn man sich diese Logik mal so durchgehen lässt. Gestern hast du gefroren, heute siehst du die Leute mit Eis in Hand und schlecken die Kälte, wo sie noch gestern geschimpft haben. Für mich ist das gar nicht nachvollziehbar eigentlich. Ich sage mir, wie die Menschen lassen sich täuschen. Sie geben sich etwas hin, kaum eine Veränderung, alles schnell vergessen und gleich das. Statt ihr mal daran denken und sagen, diese Welt ist ja so. Das Leben ist so. Uns ist das so angetan, aber was uns Allah an Belohnung gibt, dafür, dass wir dir nicht hinterherrennen. Es kommt ein Sonnenschein und da rennst du den Sonnenschein hinterher. Dass wir sagen, ja Rabbim, jetzt ist gerade die schöne Zeit. Du gibst uns lange Tage. Da gibt es uns warme Tage. Wir möchten gern draußen die Zeit nur für uns verbringen, aber nein, ich mache Stopp, ich breche ab, ich gehe vom Park weg und komme zum Sohbet. Das ist die Aufopferung eines Muslims. Muslim sein heißt ja, sich Allah hinzugeben, sich Allah zu ergeben, vom Koran und von der Sunna. Und wie mache ich das? Indem ich mir als Vorbild nehme, wie hat der Prophet das schon damals gelebt, wie haben die Sahaba. Die haben auch ihre Tage gehabt, wo es mal nicht so heiß war. Sind sie jetzt alle grillen gegangen? Saßen sie jetzt alle draußen, an Meer oder sonstiges? Sind sie einen Ausflug gemacht? Bei ein paar hundert Kilometer weg zum Meer? Nein. Sie haben gewusst, das Leben ist nur eine kurze Zeit. Es wird nicht immer währen, das Leben. Und dafür sollen wir versuchen, vorzuarbeiten. Und in der Jugend, wo ihr seid, ist natürlich umso wertvoller für euch, wenn ihr Zeit für Allah subhanahu gibt. Keiner verlangt, dass er jeden Tag kommen kann. Wer kommen kann, wer weiß, dass es bewusst ist. Für ihn ist es nur besser. Aber man sollte versuchen, wenigstens ein paar Mal in der Woche zu kommen oder am Wochenende zumindest zu kommen, zu sagen, ja Rabbi, während alle anderen jetzt sich fit machen für Fußballspielen, dort Pläne machen, was sie alles machen werden, gebe ich die Zeit für dich. Und wenn wir bedenken, dass Allah uns eigentlich auffordert im Koran, wir sollen ihn häufig gedenken. Meinen wir, wenn wir Jumma Namaz gehen, dass wir Allah häufig gedenken? Häufig gedenken ist eigentlich, wir sollen immer wieder Allah erwähnen. Die Häufigkeit ist jetzt ein Begriff, kann sich jeder selber fragen. Was möchte Allah damit uns sagen? Mit der Häufigkeit. Jede Sekunde, einmal die Stunde, einmal am Tag oder zu den Gebetszeiten oder wie auch immer. Aber mit Sicherheit wir, wo so viel abgelenkt sind von dieser Welt, gedenken wir Allah häufig? Wenn wir nur allein diesen Aspekt nehmen, wo uns Allah im Koran auffordert, gedenkt meiner häufig, ob im Liegen, im Sitzen, im Stehen, machen wir? Nein. Wenn wir Tischtennis spielen, sind unsere Gedanken bei Allah? Nein. Wir spielen und freuen uns. Wenn wir nach Hause laufen, wir ein Mädchen sehen und die hinterher pfeifen, denken wir dann Allah? Nein. Wir freuen uns auf diesen Rock, der vor uns läuft oder sonstiges. Wir gedenken Allah sowieso sehr wenig. Das heißt, wenn uns Allah das als Rechenschaft auferlegt, wenn er von uns fordert und sagt, warum hast du meiner zu wenig bedacht? Warum hast du an mich nicht so gedacht? Was machen wir dann? Ist ja dann eigentlich alles Sünde, weil wir die Zeit für Allah nicht gegeben haben, allein schon im Denken. Und es ist dann nicht gut angebracht, wenn wir sagen, wir opfern ein wenig eine Zeit. Dann Allah subhanahu sagt an anderer Stelle, auf schlechte Taten, lass gute Taten folgen. Und wenn ihr in dem Alter, wo ihr seid, sagt, ich will die Jugend auch für Allah geben, nicht warten, bis ich alt bin, nicht warten, bis die Haare grau sind, nicht warten, bis meine Zähne rausgefallen sind und ich dann weiß, der Tod steht vor der Tür, dann gebe ich die Zeit Allah, nein, sondern vorher zu sagen, im jungen Alter, ja Rabbi, im jungen Alter bin ich dein Gast.